Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde, die Sims 3. Und ja, ich habe mal in den Screen gemacht, weil ich euch mal was zu hören lassen wollte. Weil es ja schönes Wetter ist, habe ich mir mal ein schönes kaltes Getränk gemacht. Mit Eiswürfeln drin, was man wahrscheinlich auch hört. Ne, also... Was gibt's Besseres an einem schönen Tag, als mit euch Sims 3 zu spielen und ein leckeres Getränk zu schlürfen. So, und das nächste werde ich euch ersparen. Bis gleich, Leute. So, das... Oh Mann, das Hüsteln. So, da sind wir wieder bei den Rangies. Und ja, was machen wir denn? Ich muss hier eben noch einiges einstellen, weil wegen Auflösung und alles. Und weil ich habe... eine neue Grafikkarte habe ich nicht, aber ich habe ein neues Update gemacht von der Grafikkartenschleibe. Und das... Ja, musste einiges wieder neu einstellen und... War nicht so schön. Immer was trinken. Beim Schütteln was verschüttet. Ich habe eine Sunkist geschüttelt. Oh Mann. So, denn die schlafen und pennen ja eine Runde. Achso, ich muss erstmal wach. Gronk sieht gut aus. Der Walle. Hygiene ist ganz schön runter. Das geht noch. Was? Apportieren. Er will Gronk apportieren. Das ist auch schön. Walle schmeißt denn den Gronk durch die Gegend und der Rumpel apportiert ihn denn. Das ist ja auch was Schickes. Was mit Sergeant Rumpel sprechen, das ist ja auch sehr schön. Tauschen spielen. Die wollen beide mit Rumpel spielen, das ist ja auch sehr schön. Ich hoffe, dass man die Maus sieht, weil in den anderen Parts war es ein bisschen verwirrend, weil man die Maus nicht gesehen hat. Machen wir da jetzt? Müssen die eigentlich arbeiten? Der müsste ja eigentlich arbeiten, ne? Ja, 11 Stunden. Gronk muss heute auch arbeiten, in 3 Stunden. Ja. Gut. Das ist ja in Ordnung. Dann lasse ich mal weiterlaufen. Ach so, den Bug mit den Dings muss ich auch mal fixen. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Dass die in der Deal hängen hier, die Besucher. Der Gronk ist wach. Und er... Bis? Halt! Die Fahrgemeinschaft für Gronk fährt auf einer Stufe. Was? Wie jetzt? Gronk? Gronk? 2 Stunden. Ah. Naja, das sieht ja ganz gut aus. Gronk kann sich mal einen Swingkist aus dem Kühlschrank nehmen. Der Rest nicht. Weil Hunger sieht ja ganz gut aus. Wieso ist er schon wieder aufgestanden? Aber wahrscheinlich, weil er arbeiten muss, ne? Was haben wir denn da? Snack essen. Ein Sunkist. So. Kann er sich mal ein Sunkist aus dem Kühlschrank holen? Das ist sehr schön. Wie lange schlafen eigentlich die anderen? Der schläft noch länger. Aber die wachen fast zeitgleich auf. Da so ein schönes Sunkist trinken. Erst, aber vorher schön schütteln, ne? Ach. Nee, das kann ich mit Gronk nicht machen, das geht nicht. Achso, Halt's mal. Ach, scheiße.
zur Arbeit fahren. In Unterhosen. Das. Bitte fahren Unterhosen, Gronkh. Das wäre schön. Schlag. Nein! Verdammt. Mit Schnucki Dickmann ist immer in Unterhosen zur Arbeit gegangen. Das war... What the fuck ist... Was sind das schon wieder hier? Das muss der Walle aber mal aufräumen, naja. Das geht so nicht. Ach, hier ist ein Panzer zu sehen, wie geil. Bis Feierabend arbeiten. Mit Kameraden abhängen. Ah nee, normaler Betrieb ist schon in Ordnung. Halt! Gronkh Wangy hat zum ersten Mal ein Fohlen gesehen. Das hat er bestimmt empfohlen. Er wird nie vergessen, wie zerbrechlich das junge Pferdchen wirkte und wie viel Temperament in den kleinen Hufen steckte. Hey, wieso wurde er denn hier ein Fohlen gesehen, Alter? Was ist denn das? Nee, nix. Ja, dann will ich mal weiter machen. Dann mal weg X'en. Jo, jetzt müssen wir erstmal gucken, wann beide wach werden. Ich kann nicht da ein bisschen... Nee. Schnarch. Die schnarchen sogar selber. Das ist sehr schön. Was? Futter fressen. Was? Oh ja, das ist eine gute Idee. Zerstörung oder auch nochmal. Walle, wenn du wach wirst, kannst du erstmal den Napf füllen, dann kannst du deinen Napf oder dann kannst du mal Frühstück futtern. Reste essen meine ich. Makaroni mit Käse, ja. Zum Frühstück ist sehr gut. Dass du mal in der Gänge kommst. Ja, dann mach das in Unterhosen, das ist auch gut. Und schmeiß die Packung nach hinten, obwohl die irgendwo hier liegt. Sehr schön. Der Rumpel, der wird nicht wach. Muss aber auch gleich wach werden. Der Rumpel, der kann dann auch mal was futtern. So. Ja, knabber mal die Schüssel an, das ist sehr schön. Ja, knabber die Schüssel an. Feiner Rumpel. Die Schüssel schmeckt am besten. Nicht das Futter schmeckt gut, sondern die Schüssel. Mensch, der Walle, der macht sogar sauber. Oh, der muss aber ganz schön... Der muss ordentlich mal duschen gehen. Auf jeden Fall. Was? Was? Schreckt nach... Schmeckt nach Kühlschrank. No. Säubern danach? Ich weiß ja nicht. Hätte eigentlich vorher mal säubern müssen. Muss er eigentlich arbeiten? In 6 Stunden. Das ist sehr gut. Den kann er eigentlich mal säubern. Dass sie sich nie beschweren. Das Klo kann er auch mal säubern. Gut. Damit sie nicht rummeckern, dass das alles so dreckig ist. Oh, Spaß bleibt ja, wa? Ja, das ist ja schön. Das freut mich. Ja, der Rumpel, was macht der jetzt? Der kann ja mal ein bisschen rumkauen, auf jeden Fall. Ja, Rumpel, geh mal rückwärts. Da muss man auch mal im zweiten Bildschirm auch gucken, weil da der Movie Maker wieder was hochlädt. Und ich will das ja nicht so wie letztens haben, dass das weg...
Gottes Willen. Spiel abschmiert. Das wäre nicht schön. Harndrang hat er Hälfte. Hat er den hier schon sauber gemacht? Das kann er auch mal benutzen dann. Was geht mit dir nicht? Muss er immer im Stehen pinkeln? Das ist so ekelhaft. Na, danach kann er mal ein Let's Play aufnehmen. Ist zwar scheiße, weil er da rumquietscht, aber... Wollte schon sagen, zerschieße nicht die Schüssel. Computerspiel spielen und aufnehmen. Soll der nicht die Dusche noch sauber machen? Ach nee. Das ist sauber. Das auch. Hm. Na gut. Was macht der Rumpel? Der rumpelt sich. Der rumpelt hier hin und her. Das auch. Ja, jetzt hier aufnehmen, währenddessen der rumquietscht, das ist sehr professionell, das sollte man immer machen. Ja, das ist ein bisschen langweilig. Kann der Rumpel eigentlich schon mal hier ein bisschen... Nee, kann er nicht. Kann er sich eigentlich ein Eis holen? Nee, schade. Müll durchwühlen, das macht der Rumpel doch sehr gern. Oh, was ist denn das hier? Ist das Lissy? Nee. What? Alter, wo... Wieso rennt hier Lissy rum? Ist sie nicht zu Hause? Was geht denn hier nicht? Was sucht denn Lissy hier auf dem Gehweg und ganz alleine auch? Was soll denn das? Und warum liegt der Mülltonne... Die Mülltonne liegt immer noch... Da rum... Sehr komisch. Hm. Wer ist denn das? Emma Hatch. Achso. Warum liegen jetzt überall die Mülltonnen auf der Seite? Was soll denn das? Ach ja, die wohnen ja gegenüber. Stimmt, ja. Das ist ja meine Hütte. Warum steht das Dach hier über? Irgendwie komisch. Ja, Mensch, hier waren wir ja auch ewig nicht mehr, wa? Das ist ja geil. Mensch, hier könnten wir auch irgendwann mal wieder besuchen kommen. Zumindest mit Gronkh oder so. Dass er Gronkh mich auch mal wieder besuchen kann. Und dann nehme ich einen Rumpel mit, dann kann der Rumpel mit Lissy ein bisschen interagieren. Und der Gronkh mit mir dann. Das wäre schön. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Ich mag das eigentlich im Let's Play gar nicht machen. Ich tue mal so, als wenn ihr das nicht gehört hättet. Hä? Achso. Muss schon sagen. Obwohl, dann wäre ja dreckig, ne? Muss ja auch mal irgendwann gebadet werden, ne? Tschüss, Emma Hatch. Ich hätschel und hätschel dich noch. Die Fahrgemeinschaft für Saraza fährt in etwa einer Stunde. Das ist sehr schön. Wann kommt Gronkh eigentlich wieder? Der kommt gleich wieder bis 14 Uhr. Na, schön. Was sieht eigentlich...
Oh, der Sozialbalken, der sieht ziemlich schlecht aus. Wenn Gronkh nach Hause kommt, kann er eigentlich... Nein! Alter, der muss... Der Gronkh muss nachher mit Rumpel noch interagieren. Weil der Rumpel, der fühlt sich ziemlich alleingelassen. Der Rumpel denn frei wieder? Der Gronkh. In 3 Tagen. Okay. Und der Walle? In 2 Tagen. Naja. Schöne Tastatur. Kann man die von nahen sehen? Sieht ja gar nicht schlecht aus, die Tastatur. Alter, der kriegt da bald in den Bildschirm rein, der Walle. Na, das ist ja gesund. So, der kann das ja eigentlich auch mal lassen. So, an sich sieht ja ganz gut aus. In einer Stunde. Dann kann der das auch mal lassen. Der kann dann hier hingehen. Mach hin! Dann kann er wie so ein Rumpel ein bisschen. Ach, der Rumpel soll sich nicht. Der soll nicht mit sich selber interagieren. Das macht er zwar öfters, aber. Ich will es mal nicht sagen, an welchen Körperstellen, aber. Aber, naja. Mit Reden. Reden. Zuneigung. Reden. Genau. Dann hat er das schon mal erreicht. Ein Objekt kaufen, Zielscheibe. Naja. Weil dann steigt der Sozialbalken von Rumpel eigentlich auch einfach und das ist schon mal nicht schlecht. Zuneigung. Leckerchen geben. Zuneigung. Streicheln geht noch nicht. Spielen tauschen. So. Müsste ja erstmal reichen für die Stunde. Na gut, für die halbe Stunde, die er noch hat. Man, die Tage wird es ein bisschen langweilig, weil... Ja. Ach, vielleicht kann der Rumpel ja irgendwas machen draußen. Aber ich glaube, wenn er allein ist, darf das Haus nicht verlassen, glaube ich. Weil zu den Nachbarn darf der Rumpel, denke ich mal, nicht alleine. Sonst hätte ich mal zu Lissy geschickt oder so. Gronkh hat sein Tagewerk vollbracht. Gronkh hat heute 279 Simoleons verdient. Ich glaube, das war ein Fenster-Fail, weil ich habe das Fenster offen und das hat man 100% gehört, dass hier einer von den Hells Angels rumgefahren ist. Aber egal. Gronkh hat sein Tagewerk... Ach ja, habe ich schon vorgelesen. Gronkh hat genügend Zufriedenheit auf Lebenszeitpunkte gesammelt, um eine Belohnung zu erwerben. Sieh dir eine Zufriedenheit auf Lebenszeitfenster an, welche Belohnungen zur Verfügung stehen. Herzlichen Glückwunsch! Die gute Leistung von Gronkh hat ihm einen Bonus von 480 Simoleons und eine Beförderung eingebracht. Er ist nun Kantinenkraft? WTF? Nein, da wird er jetzt nicht beschossen. Von einem Schlamassel zum nächsten. Bei deinem neuen Job tauchst du dein... Was? Oh, ich muss mal das Mikro, dass ich nie ran kann.